Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mache ich ein FIFA-Video, wer hätte es gedacht. Und zwar zuerst wieder ein Squad-Builder, aber nachher hänge ich gleich noch ein Live-Commentary hinten dran mit dem gleichen Team, damit ihr noch seht, wie die Spieler so spielen. Ich dachte, ich mache es mal so anstatt in zwei Videos, dann habt ihr ein bisschen ein längeres Video mal. Das finde ich ganz okay, denke ich. Ich denke, ich fange gleich an, und zwar mit Hugo Lloris im Tor. Ich habe ihn zum ersten Mal gekauft, zum ersten Mal ausprobiert und finde ihn, man sieht es schon an den Sets, aber er ist wirklich einer der besten Torhüter, den ich je hatte. Ich weiß nicht, ich sage das, glaube ich, ziemlich oft zu den Torhütern, die ich habe, aber er ist wirklich klasse, seht ihr schon an den Stats, für knapp 46.000 Coins. Ja, kann ich nur weiterempfehlen. Dann als Rechtsverteidiger haben wir Philipp Lahm. Ich werde nicht zu allen Spielern, allzu viel sagen, da sonst das Video sehr, sehr lang wird, aber ja, wir sehen es. Und Lahm ist zwar nicht der schnellste, mit 82 Speed, Geschwindigkeit, Pace, wie ihr auch immer sagen wollt, aber hat dafür sehr ausgeglichene Stats, hat ein bisschen Dribbling, Passing, Defending, alles 82. Und hat mir auch sehr gefallen. Er ist zwar klein, aber kann sehr gute Pässe schlagen, hat natürlich sehr gutes Stellungsspiel und ist nicht umsonst mit einem 87er Rating da. Für 22.000 Liter. Und der ist der Innenverteidiger, ist Rafael Varane von Real Madrid. Er hat mich 16.000 Coins gekostet, der Inform. Und ja, okay, er ist eigentlich ziemlich langsam. Normalerweise hole ich mir Innenverteidiger mit mindestens ungefähr 70 Pace. Aber irgendwie wollte ich ihn mal ausprobieren und ich habe in seinen Stats gesehen, er hat 87 Tackling aus dem Stand, was sehr gut ist, hat einen sehr guten Kopfball, weil er auch ziemlich groß ist. Und ja, er hat sich eigentlich noch bewährt. Er fühlt sich auch nicht so langsam an und hat perfekt in das Team gepasst. Von dem her habe ich ihn mal ausprobiert. Und der zweite Innenverteidiger ist Team of the Season Mangala. Für 86.500 ist ziemlich schnell, gleicht das Ganze wieder aus mit 81 Pace und hat sehr gute Verteidigungsstats. Und ja, von der Größe her etwa gleich groß wie Varane, ein bisschen kleiner. Und hat seine Sache auch ziemlich gut gemacht. Und ja, für 86.000 denke ich, wenn ihr nicht so viele Coins habt, könnt ihr auch die normale Version holen, die ist ebenfalls sehr gut. Aber ich wollte einfach noch eine blaue Karte im Team. So, und der Linksverteidiger ist, wie spreche ich das am besten aus? Melgarejo, denke ich, so ungefähr. Ja. Für 2000 Coins, ich habe ihn vor allem geholt, weil er der einzige ein bisschen schnellere Linksverteidiger war. Das brauche ich eigentlich auf diesen Positionen, Außenverteidiger, von dem her, ja. Habe ich mir ihn geholt, er hat eigentlich, ist nicht besonders aufgefallen, war durchschnittlich, von dem her, jo. Und der erste Spieler im zentralen Mittelfeld ist João Moutinho von FC Porto für 31.500 Coins. Und auch er ist einfach sehr ausgeglichen, hat einen sehr guten Pass. Und was mir auffällt, er wird einfach sehr schnell müde. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Aber es stört mich nicht, ich habe meistens zwei Teams und rotiere die, sodass jeder genug Fitness hat, von dem her ging es noch. Er ist defensiv auch ein bisschen dabei, von dem her finde ich ihn in dieser Position im zentralen Mittelfeld, zum Beispiel in 4-3-2-1, so wie ich ihn hier spiele, sehr gut. Dann der zweite zentrale Mittelfeldspieler ist Samir Khedira von Real Madrid. Er hat mich 2500 Coins gekostet in dieser Position. Das ist eigentlich ziemlich günstig, weil er ja normalerweise im defensiven Mittelfeld ist. Und ihn habe ich einfach geholt, weil ich in dieser Formation noch jemand will, der wirklich defensiv ist im Mittelfeld. Und er hat auch gut ins Team gepasst, so dass ihr dann einen neuen Chemie kriegt schlussendlich. Werdet ihr dann sehen. So wie in jedem meiner Teams. Und ja, er ist nicht so schnell, hat aber sehr gute Verteidigung, kann die Bälle verteilen und im Notfall auch mal schießen. Hat zwar kein Tor geschossen, aber ich habe auch erst 5 Spiele mit dem Team gemacht. Von dem her, ja. War okay. Und der letzte Spieler im zentralen Mittelfeld ist
ein offensiver Mittelfeldspieler und das ist Toni Kroos, die Team of Season Version. Ja, 162.000 Coins hat er mich gekostet. Und er ist zwar nicht so schnell, aber hat einen sehr, sehr guten Schuss, Dribbling und einen Pass. Ist defensiv auch nicht so schlecht mit 70 und kann mit beiden Füßen sehr gut schießen. Er hat 5 Sterne Weakfoot, also der hat mich echt überzeugt. Er hat jetzt kein Tor geschossen, ist aber endlose Male mit ihm die Latte oder den Pfosten getroffen. Endlose Male, das kann ich euch sagen, wirklich fast jeder Schuss. Aber naja, die Stürmer haben ja immer die Tore kassiert. Der Einzige, der hier Tore geschossen hat, war Varane nach Kopfbällen. Die rechte Flanke, Shaqiri von der Schweiz, hat 3.300 Coins gekostet und ich nehme ihn sehr gerne in Teams mit, einfach da er, ich finde ihn gut, erst vor allem, also ich kenne ihn seit er hier bei einem Team in der Schweiz angefangen hat, beim FC Basel, habe ihn immer verfolgt, eben ich bin ein ziemlicher Fan von ihm und er spielt auch sehr gut, im FIFA ist er sehr gut. Hat zwar keine Tore geschossen, aber auch er hat sehr gute Aktionen gehabt. Und ja, ich kann ihn nur weiterempfehlen für den Preis. Und als Stürmer haben wir nochmal eine blaue Karte, und zwar Mandzukic, Mario, Super Mario 2. Hat auch nicht allzu viele Tore geschossen, Tore hat eigentlich nur der linke Flügel gemacht. Fast nur. Er hat mich 145.000 Coins gekostet. Und er ist zwar nicht zu allzu schnell, er fühlt sich aber schneller an als 83. Hat einen sehr, sehr guten Kopfball, also ja, er erwischt fast jeden Ball mit dem Kopf und hat einen sehr präzisen und guten Schuss. Eigentlich von überall. Wenn du mit ihm abziehen kannst, dann macht er das Tor meistens auch. Und die linke Flanke, eigentlich fast in jedem meiner Teams, die ihr seht, ist der beste Spieler auf der linken Flanke. Das ist in dem Fall, ich habe mir endlich gekauft, mal so hatte ich schon immer, Cristiano Ronaldo. 1,27 Millionen Coins, mittlerweile ist er, glaube ich, ziemlich viel günstiger, aber ich glaube, ich werde ihn nicht mehr verkaufen. Die Stats sind einfach Wahnsinn. 92 Pace, 92 Dribbling, 90 Schuss, 80 Pass und 87 Heading, also Kopfball. Er hat 5 Sterne Tricks, 4 Sterne Weakfoot. Und hat in 47 Spielen, weil ich ihn auch in anderen Teams hatte, 60 Tore für mich geschossen auf dem linken Flügel oder linken Mittelfeld. Ja, was soll ich sagen, der kann sie einfach von überall machen, die Tore. Der ist wirklich klasse. Das ist das Team. Ich habe es eben erst vorgestern gemacht. Von dem her habe ich nicht allzu viele Spiele mit ihm gespielt. Ich kann aber sagen, eigentlich, dass das ein ziemlich gutes Team ist. Ich habe 2-3 Mal Pech gehabt mit Kroos, Mandzukic oder Shaqiri, dass die Bälle einfach nicht reingingen. Aber ich habe die meisten Spiele dann doch knapp gewonnen eigentlich. Ich glaube, 4 von den 5 Spielen gewonnen und ein Unentschieden. Ne, 1 verloren, 3 gewonnen, ein Unentschieden. Ist nicht die beste Statistik, aber wir sehen, wie es jetzt im Live-Commentary laufen wird. Wir spielen in den Seasons, wo bei mir jetzt auch ein paar Mal die Verbindung abgekackt ist, darum bin ich nicht so gut dran. Aber noch ein paar Spiele auf die Ersatzbank. Jo. Und denke, alle haben Fitness und Moral. Dann suchen wir uns mal einen Gegner. Ja, heute ist Dienstag. Die letzten paar Tage war der E3 in, ich glaube, Los Angeles. Zudem kann ich auch noch was sagen im Live-Commentary dann. Zuerst mal das Team, okay. Bundesliga-Team mit er hat nicht die schnellsten Stürmer. Wenn er gut spielen kann, ist das ein Problem, weil sie können sehr gut schießen. Wenn er nicht spielen kann, dann nicht. Und er hat mit drin noch Inan, Team of Season drin. Von dem her mal sehen, was wir machen können. Aber eben ja, der E3 war noch in Los Angeles. Die Xbox One und PS4 wurden ein bisschen besser vorgestellt und jetzt bei diesen Präsentationen am E3 hat die PS3 wirklich viel besser abgeschnitten als die Xbox. Sie müssen erstaunt verbunden sein mit dem Internet und so und ja. Und die PS4, man kann einfach Spiele
verkaufen oder ausleihen. Das durfte man vorher ja theoretisch nicht und darf man bei der Xbox nicht. Das darf man jetzt auch sharen und so. Das sollte kein Problem sein. Das ist sicher sehr geil. Und es gibt zwei, drei andere Sachen noch bei der PS7. Halt die Mitgliedschaft, die gratis ist. Das Streaming, das man machen kann. Also ich freue mich wieder auf die PS. Also ich dachte mir, als ich gehört habe, dass bei FIFA wie EA es gesagt hat, Exclusive Content auf die Xbox kommt. Dass ich mir vielleicht mal die Xbox hole, weil sie hat auch am Anfang besser ausgesehen, aber nee. Keine Chance, ich bleibe bei der PS, habe dort angefangen zu zocken. Das werde ich nicht ändern. Ja, und ich hoffe, ihr hört mir jetzt mein Controller nicht im Hintergrund allzu heftig. Jetzt ist Shakiri schon frei. Ja, abgefälscht? Okay. Das wäre ein bisschen schnell gegangen. Jetzt gleich mal schauen. Ja, jetzt sind wir. Der Linksverteidiger ist zwar Silber, aber ist sehr schnell, was auch immer hilft. Dann können wir das Spiel wieder ein bisschen aufbauen. Mich nimmt es auch wunder, bei FIFA 14, wie das rauskommen wird, weil ich denke, sie machen es so, es wäre aber ein bisschen scheiße. Ziehen wir ab. Ja. Dass es zuerst einfach auf der PS3 erscheint und dann irgendwie zwei Monate später auf der PS4 oder Xbox One, und das wäre einfach ein bisschen scheiße, weil dann ja, muss man es zweimal kaufen, weil ich habe eigentlich nicht Bock, ich habe eigentlich nicht Bock, irgendwie zwei Monate noch zu warten auf so ein Spiel. Ja, das wäre ein bisschen scheiße, aber mal sehen, vielleicht kommt sie doch ein bisschen früher raus. Die Xbox soll, glaube ich, im November rauskommen. Den haben wir. November 2013 hat es, glaube ich, geheißen. Ja, mal schauen. Und du ziehst mich. Und weg. Wieso pfeift er ab, Mann? Ich war doch am Button. Ja, egal. Ah, das war auch nicht so geschickt. Aber ich bin eigentlich ziemlich am Dominieren hier, also den Gegner. Hab ziemlich viel mehr Ballbesitz. Okay, das wollte ich nicht. Aber was soll's? Geht jetzt raus? Nicht, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch, das Spiel bricht nicht ab, weil eben die letzten 2-3 Spiele ist immer mein Internet abgeschmiert und das ist ein bisschen scheiße. Naja, muss ich mal schauen, dass ich vielleicht einen neuen Router mal holen kann. Wobei das Zeug kriege ich eigentlich gratis, weil ich arbeite in der Schweiz beim größten Telekom-Anbieter. Swisscom. Gleich Werbung. Nee. Und ja, dann hole ich mir mal einen neuen Router und hoffe, dass das nicht mehr dauernd abbricht. Und worauf mich auch noch freue, ist, ich hole mir wahrscheinlich bald mal einen neuen Laptop, weil den, den ich im Moment habe, ist, ich glaube, der Kühler ist ein bisschen defekt, weil er ist sehr laut und schmiert immer ab, also überhitzt die ganze Zeit. Auch darum kann ich auch nicht irgendwie eine Serie oder so was aufnehmen beim FIFA, weil dann müsste ich jede Zeit aufnehmen live. Ist ja nicht so wie im Kinomodus von COD oder so. Und das hält mein PC nicht durch, weil der kratzt dann ab. Und ja, wenn ich mir einen neuen hole, kann ich vielleicht auch mal so eine Road to Glory oder so machen. Und das werden sicher auch noch geil. Aber jetzt mal schauen. Ronaldo. Der darf nicht so viel Platz haben. Was? Vorher habe ich doch die Statistik angeschaut. Irgendwie Tor 61 in 48 Spielen. Das ist schon nicht schlecht für eine linke Flanke. Eigentlich. So. Getting fancy. Ja. Okay. Raus. Gut, der lässt mich auch einfach durchlaufen. Noch eins rüber. Toni Kroos. Oh shit. Torwart hat's gehalten. Okay. Jetzt schaut euch mal die Freistoß-Stats an von Kroos. So besser. Nee, bitte nicht. Scheiß Internet. Böses Internet. Bitte sagt, dass es er war und nicht ich. Das wäre jetzt.
Ah, oh, shit. Okay, also Leute, sieht so aus, als wäre... Oh. Okay, ja, ich weiß. Sieht so aus, als wäre mein Internet wieder abgekackt. Aber naja, ich ende das Video jetzt hier. Ich werde es so hochladen, dann seht ihr, dass alles mal failen kann. Aber ja, ich habe das 1-0 geschossen. Ich denke, ich hätte das Spiel noch gewonnen schlussendlich. Aber das Team habt ihr gesehen. Ihr habt ein bisschen gesehen, wie es spielt. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Insgesamt hat es, glaube ich, um die 1,8 Millionen gekostet. Wenn ihr einen Ersatz für Ronaldo findet und nicht alle Informs nehmt, vielleicht etwa 100.000 für alle Spieler ohne Inform. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch bitte ein Like da und falls ihr es nicht schon getan habt, abonniert uns und dann seht ihr immer alles, was wir hochladen. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.